Wir kommen weiter und zwar geht es jetzt zur Strategie 2 der langfristigen Siedlungsentwicklung. Also das ist das Umstrukturieren auch von Wirtschaftsflächen, was passiert. Der OB Reiter hat sie auch schon angesprochen. Wird daraus dann nur Wohnen oder gibt es eben mehr Nutzung, Nutzungsmischung? Urbane Gebiete bieten vielleicht eine Handhabe jetzt, um das auch realistischer zu machen, also rascher anzupacken. Und wir wollen jetzt im nächsten Programmpunkt zwei ganz tolle Beispiele zeigen, wo das eben, ich sage noch nicht erfolgreich geschehen ist, aber wo die Absichten zumindest sehr klar sind. Und ich darf jetzt erst einmal Johannes Ernst bitten, geschäftsführender Gesellschafter von Steidle Architekten, zu seinem Vortrag. Auch da gilt 10 Minuten. Guten Tag. Aber meine Frage eingangs natürlich, Herr Ernst, der Zukunftswürfel. Ich hole einen, ja, wir brauchen natürlich mehrere. Was tragen Sie bei zur Zukunft im Werksviertel, sagen wir mal? Das passt jetzt zu den 10 Minuten. Mein Beitrag ist erstmal keine Hektik. Okay, das schreibe ich mir gerne drauf. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf und dieses Projekt zeigen darf. Und dieses Thema keine Hektik ist jetzt wirklich dahingehend sehr ernst gemeint gewesen, weil ich denke, dass wir sehr viele Stadtentwicklungsprojekte oder sehr viele Dinge tun, die so eine unglaublich langfristige Wirkung haben, dass es sich lohnt, auch mal einen Moment länger nachzudenken darüber, was man tut, und zwar in der Phase 0, also sozusagen, wenn man das Programm bestimmt, noch lang bevor gebaut wird. Und da ist das Projekt Werksviertel eigentlich ein ganz interessantes Beispiel, weil ich glaube, da arbeitet man jetzt fast schon seit 20 Jahren daran. Genau, ich möchte einfach mit Ihnen kurz durch das Projekt durchgehen und danach können wir darüber diskutieren. Wenn man, oder muss ich hier stehen wahrscheinlich so, wenn man so über dieses Areal schaut, dann fallen zwei Dinge auf. Das eine ist, dass wir eine extreme Lagegunst haben, was die verkehrliche Infrastruktur anbelangt. Also auf der linken Seite der Münchner Ostbahnhof, Bayerns zweitgrößter Bahnhof. Und eigentlich um das Gebiet herum lauter super gut erschlossene Bereiche mit großen Straßen. Das Zweite, was auffällt, ist, dass die Bebauungsstruktur, wie wir sie jetzt sehen, eben sehr stark geprägt ist durch großformatige Bauten, die aus dieser hauptsächlichen Nachkriegsindustrienutzung noch herrühren und es dazwischen doch schon einige große grüne Flecken gibt. Genau. So. Also ein Gebiet sozusagen mit dem innerstädtischen Potenzial der Erschließung und eben dieser Grundlage dieser Bestandsbauten. Was hinter diesem Bild steckt, ist eine recht komplexe Eigentümerstruktur. Es gibt insgesamt 8 bis 9 Eigentümer, die in diesem Areal schon lange verortet sind und hier interessanterweise auf der einen große Grundstücksbereiche im privaten Besitz sind von ehemaligen Produktionen wie Pfanni oder Optimol und auf der anderen Seite es durchaus so große Spieler gibt wie die Deutsche Telekom oder die IVG. Das Spannende eigentlich dann ist, wenn man sozusagen hinter diese Gebäude schaut, nämlich mal schaut, was oder hinter diese Struktur, wenn man sieht, was dort eigentlich alles schon derzeitig vorhanden ist, beziehungsweise was sich dort entwickelt hat. Und es gibt eigentlich 3 Säulen, die so zu einem interessanten, unterschiedlichen Aggregatzustand führen. Das eine ist der Industriebereich, der aufgegeben wurde und in den letzten 20 Jahren über die Zwischennutzung, insbesondere eben durch den legendären Kunstpark Ost, geprägt ist. Dort haben wir ein hohes Maß an Nachtgastronomie, Entertainment auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch so die tollen Arbeitsplätze und Arbeitsorte, die wir alle sehr schön finden, wo eine Hutmacherin noch im kleinen Atelier arbeitet oder Künstler. Dann gibt es den zweiten Bereich, wo eine
absolut lebendige und hochgradig aktuelle Industrie noch existent ist. Zum Beispiel die Firma Rohde & Schwarz, eine der großen Münchner Weltmarktführer im Elektronikbereich. Dann gibt es einen ganz tollen Großhandel. 80% aller Münchner Gastronomen kaufen dort ein. Und es gibt das MediaWorks Munich, wo die ganze Medienindustrie angesiedelt ist. Und als drittes greift sozusagen von der Berg am Laimer Seite her der Wohnungsbau, insbesondere beginnend mit den 20er Jahren, aber bis in die 50er Jahre, sehr stark in dieses Quartier ein. Und wir haben dann eigentlich diese Versuchsausstellung angeschaut und haben gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich genau das, was wir wollen. Also wir haben alle Arten von Arbeiten angelegt, wir haben interessante Gebäudestrukturen und wir haben auch das Thema des Wohnen bereits hier und haben dann die erste These aufgestellt, wir müssen eigentlich hier gar nichts umstrukturieren, sondern wir müssen es im Grunde genommen nur strukturieren, also sozusagen nichts wegplanen, sondern das, was da ist, so planen, einplanen und umplanen, dass es zu einem neuen großen Ganzen wird. Und mit diesem Gedanken ist es dann gelungen, also es war ja eben sehr stark von der Beteiligung der Bewohner die Rede, in dem Fall war es dann tatsächlich die Beteiligung der Eigentümer, also diese 8 Eigentümer sozusagen, auf eine Idee einzuschwören. Das war eigentlich der entscheidende Zug, den wir gemacht haben und es ist eben dadurch gelungen, dass wir gesagt haben, im Grunde genommen ist alles toll und alles prima, was da ist, nur in der Form, wie es jetzt da ist, soll es nicht bleiben, sondern es soll sich verändern, es soll sich weiterentwickeln und es soll Neues zulassen. Und im Grunde genommen ist dann eine Situation entstanden, dass wir mit jedem der einzelnen Eigentümer sprechen konnten, zum Beispiel der Firma Hamburger, ihnen anzubieten, zu sagen, ja, ihr dürft wirklich da bleiben, auch wenn es ein Problem ist mit den vielen Lastwagen, die ihr habt, aber ihr bringt uns die ganzen coolen Wirte ins Quartier, die dort einkaufen, die wir lieber in der Stadt haben, als sie draußen im Gewerbegebiet zu sehen. Dafür müsst ihr aber sozusagen euren Markt so umbauen und arrondieren, dass ich daneben eine Schule oder einen Wohnungsbau machen kann. Und auf dieser Ebene konnten wir dann sozusagen die beteiligten Eigentümer da begeistern, in diesem Gesamtprojekt jeder seinen Teil beizutragen. Und da haben wir im Grunde genommen 4 Themen dann aufgerufen. Entschuldige, ich muss ganz kurz. Also das erste und wichtige Punkt war, dass wir vorhandene Bausubstanz so weit wie es geht erhalten wollen, auch wenn sie sehr verhaut ausschauen, wie Sie auf den oberen beiden Bildern sehen. Das ist sowas, wo man im ersten Zug meint, das hätte keine Chance und keine Qualität, aber genau darin liegt die Qualität, diese Dinge wieder freizulegen und die Potenziale zu nutzen. Unten sehen Sie den Zustand der Gebäude, wie sie jetzt sind, die wir so in der Form natürlich nie neu hätten bauen können. Der Effekt, den wir durch den Erhalt von Gebäudestrukturen, das sehen Sie jetzt in Grau, erzielt haben, ist, dass die eigentlich orthogonal zur Friedenstraße, also zu den Bahngleisen, angelegte neue Bebauungsstruktur genau dieses Maß an Brüche und Irritationen erfahren hat, dass daraus insgesamt eine räumliche Idee geworden ist oder ein Raum, Räume entstehen, die das repräsentieren, was wir natürlich insbesondere, wenn wir in die mittelalterlichen Städte zum Beispiel fahren, sehr schätzen, nämlich dieses Zusammenspiel von engen Gassen und weiten Plätzen, von Straßen, die plötzlich schräg durch ein Quartier gehen, anstatt sozusagen die reine orthogonale Linearität zu haben. Also eine sehr starke räumliche Vielfalt ist die Konsequenz, die wir oder die positive Konsequenz aus dem Erhalt. Dann haben wir gemeinsam mit den Eigentümern die eben beschriebenen vorhandenen Themen analysiert und versucht, immer nicht sozusagen nur was zu bewahren, sondern immer weiter zu ergänzen. Also es sollten, Beispiel Thema Arbeiten, alle Arten von Arbeiten hier weiterhin bleiben und noch welche dazukommen. Also der gewerbliche Bereich, der normale Bürobereich und auch diese ganzen speziellen Arbeitsplätze im Bereich so Loftarbeiten und Gründerzeitgeschichten. Dann wieder auf der einen Seite
den Bestand als Impulsgeber nehmen und zu schauen, was kann man aus diesem Impulsgeber heraus an Zukunftsideen für dieses Quartier entwickeln. Also es war sehr geprägt im Bereich Leben, nennen wir das jetzt mal, durch die Nachtgastronomie. Es gab wenig Läden, es gibt keine Hotels und so weiter. Es gibt ein bisschen Sport. Diese Themen haben wir dann aufgegriffen und haben sozusagen das dann insbesondere im Bereich der Bestandserhaltung sehr stark angereichert. Also zum Beispiel durch die tolle Lagegunst mit dem Bahnhof an der Stelle, wo man ohne Transrapid sogar sehr schnell zum Flughafen kommt, bietet es sich natürlich an, eine Reihe von Hotels zu entwickeln. Es bietet sich dann natürlich an, wenn viele Leute da sind, auch eine Reihe von Einzelhändlern an diesem Ort anzusiedeln. Und das Thema der Musik, das bereits hier sehr stark verortet ist durch die unterschiedlichen Konzertsäle, die es schon gibt, die Tonhalle und die anderen Aufführungssäle, auch dieses Thema weiter zu betreiben. Dann natürlich dieses neue Stadtquartier ohne einen entscheidenden Beitrag zum Thema Wohnen macht natürlich gar keinen Sinn. Auch hier haben wir dann angeknüpft an die bestehende Bebauung, und zwar nicht nur sozusagen räumlich, sondern auch typologisch. Also die Fortschreibung des Blocksystems, was wir an dieser Stelle eigentlich im Grunde genommen schon vorfinden, in einer hochverdichteten Form, also quasi fast gründerzeitliche Wohnbebauung um den zentralen Park herum, als neues Element sozusagen in dieser Gesamtaufstellung, die wir brauchen, um insgesamt ein städtisches Gefüge zu errichten. Und dann sehr zentral natürlich die Frage der öffentlichen Bauten und des öffentlichen Raumes. Also ein klares Prinzip des öffentlichen Raumes, eine klare Orientierbarkeit dadurch und aus dem heraus. Oh, okay, gut, genau. Und das Thema des öffentlichen Baus als sozusagen Schule, Kindergarten und so weiter, am Ende natürlich durch die große Anziehungskraft des Quartiers dann auch die Entscheidung, hier den Konzertsaal anzusiedeln. Jetzt mache ich ganz schnell, es kommt dann die durchmischte Stadt in dem Bild heraus. Und ganz entscheidend ist aber, die Gebäude, die dann entstehen, wiederum in dieser vielschichtigen Nutzungsstruktur, wie das ganze Quartier angelegt ist, im Einzelprojekt auch wieder darzustellen, weil es immer komplett unterschätzt wird, dass ein monofunktional genutztes Gebäude natürlich auch einen monofunktional genutzten Stadtraum oder geprägten Stadtraum zur Folge haben wird. Wenn das ein Haus voll ist mit einer reinen Unternehmensberatung, gehen die alle zum gleichen Zeitpunkt rein und alle zum gleichen Zeitpunkt raus, und dadurch ist der öffentliche Raum erledigt. Und daran haben wir sehr intensiv gearbeitet, also sozusagen die Nutzungsmischung. Jetzt ist fertig. Sie genau. Kommen zum Schluss. Ja. Ja, ich bin in einer Minute fertig. Dann die Kultivierung des Übergangs, also sozusagen das Projekt nicht als Artefakt zu begreifen, den man anfängt und dann ist er fertig und dann eröffnet man es, sondern diese stückweise Entwicklung und das Zulassen von unterschiedlichen Aggregatzuständen nebeneinander, also High and Low oder gepflegt und ungepflegt, wie Sie es hier aus New York sehen, dem kommen wir eigentlich an manchen Stellen schon recht nahe. Und als ganz wichtiger Aspekt, die permanente Nutzung und Bespielung von den Flächen, die zunächst nicht bebaut werden durch temporäre Nutzungen, die, also hier jetzt zum Beispiel im Container Collective an der Friedenstraße, die sozusagen einfach dieses Thema der Vitalität, der Aneignung, der Nutzbarkeit dieses Areals sozusagen Stück für Stück und am Objekt selbst fördern. Und wenn das alles klappt, kommt dann eben sehr vielstimmiger Nutzungschor heraus, und die haben natürlich auch ein super Orchester, was sie begleitet, und jetzt bin ich fertig. Vielen Dank, Herr Ernst. Naja, sein Würfel trägt ja auch die Aufschrift keine Hektik. Sie haben sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, sehr gut. Aber Sie haben, glaube ich, so habe ich es richtig verstanden, schon seit 20 Jahren damit zu tun. Also ich erst seit 8 Jahren, aber das Projekt insgesamt ist seit fast 20 Jahren. Aber wenn ich jetzt kurz nachhaken darf, hat Ihnen das Projekt bislang eher graue Haare bereitet oder viel Freude und Verjüngung?
Also auf jeden Fall sehr viel Freude und Verjüngung. Also normalerweise ist es eigentlich so, wenn man gewinnt ein Projekt über einen Wettbewerb oder wie auch immer, und man fängt sozusagen mit einer Idealvorstellung an und dann geht die Erklärungsspirale los, warum das nicht geklappt hat, jenes nicht geklappt hat und so weiter. Und bei dem Projekt hier ist es eigentlich genau umgekehrt. Es wurde eigentlich immer interessanter und immer besser. Natürlich ist es anstrengend oder bereitet auch graue Haare, weil auch nicht immer alles klappt, aber der Prozess, den wir da erlebt haben oder den wir sozusagen mitgenerieren durften, das war so eine Entwicklung, die eigentlich immer mehr Freude gemacht hat. Okay, darüber werden wir gerne nachher nochmal sprechen, nach dem zweiten Vortrag. Vielen Dank, Johannes Ernst. Applaus